Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Wenn euer Grill schon ein bisschen älter ist oder ihr wollt ihn tatsächlich einfach mal ein bisschen von innen aufmöbeln, dann habe ich heute genau das Richtige für euch. Freut euch drauf. Ich habe ein bisschen was von der Firma Grillrostcom bestellt und es ist alles da und ist tatsächlich massiv alles richtig schwer und das zeige ich euch mal. Wenn ihr jetzt einen älteren Grill habt, dann rosten irgendwann ja in der Regel auch mal diese Aromaschinen oder Hitzeleitbleche oder wie man sie auch immer nennt. Wenn sie nicht gerade aus Edelstahl sind, dann rosten sie auch mal irgendwann komplett weg. Oder euer Guss oder euer Rost, Gussrost blättert immer ziemlich schnell ab. Muss man irgendwie auch pflegen und ja, es gibt natürlich ein Hersteller, der das alles aus Edelstahl anbietet, damit ihr da nicht so eine Probleme mehr mit habt für die Zukunft und ihr könnt euren Grill mit einem Schlag von innen echt wieder richtig schick herrichten. Und es ist fast egal, was ihr für einen Grill habt. Grillrostcom macht also auch auf Bestellung teilweise. Es gibt natürlich so, ja, ich sag mal Hersteller, wo alles direkt schon für genormt ist oder wo alles fertig ist, vorhanden ist, die ganzen Maße. Aber wenn ihr jetzt einen Grill habt oder einen Grill von einem exotischen Hersteller, würde ich vielleicht vorher mal anfragen, ob man sowas nicht auch dann extra für euch herstellen kann. Marken, die auf jeden Fall vorhanden sind, sind Broil King, Napoleon, Weber, Rösle, Bernhard. Es war noch mehr, guckt mal auf die Homepage. Da ist schon einiges vorhanden, was man eigentlich so haben kann und deckt eigentlich auch so die meisten Grills ab oder die meisten Grillhersteller. Ja, zu unseren Aromablechen oder Aromaschienen. Die erste, die sieht hier also, ja, ich sag mal, die ist jetzt für den Broil King hergestellt. Sieht also ein wenig anders aus als das Original. Ist auf jeden Fall schon mal schwerer als das Original. Und ja, es ist auch mit Sicherheit doppelt so dick. Die haben jetzt hier an der Seite noch etwas Auslässe. Dadurch gibt es also mehr Sauerstoff, der nach oben gehen kann. Grillrostcom sagt, 30 Grad mehr Temperatur gibt es dadurch im Grill. Das ist natürlich schon einiges. Gerade wenn man jetzt auch einen Grill hat, der vielleicht nicht so hohe Leistungen hat, dann ist das natürlich eine super Sache. Und ja, ansonsten sind die Dinger trotzdem natürlich relativ breit. Das heißt, rauftropfendes Fett kann verdampfen und gibt natürlich auch noch Aroma mit ans Fleisch. Deswegen auch Aromaschienen. Oder bei Broil King Flavor Waves, wie auch immer die jetzt genannt werden. Und ja, dann haben wir hier mal ein Warmhalterost. Also das sieht natürlich schon enorm aus. 3 mm dickes Stahl, Edelstahl, 2VA oder V2A oder wie heißt das, André? Kein Plan. A2, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall rostet das Zeug nicht. Ja. Ja, vom Design her recht ansprechend, sage ich mal. Passt perfekt in den Grill rein. Und hier unten, das wird euch wahrscheinlich schon direkt aufgefallen sein, da kann man Hähnchenschenkel reinhängen. Also so sieht das Ganze, so hängt das Ganze dann im Grill über dem Rost. Und dann hier die Hähnchenschenkel rein. Und das probieren wir natürlich nachher noch aus, wie da die Hitzeverteilung so ist. Ob das überhaupt machbar ist oder ob die Dinger einfach nur von unten schwarz werden und mehr nicht. Aber das testen wir mal gleich aus. Ja, hier haben wir ein mega schweres Rost, voll zerlegbar. Also hier sind Schrauben an der Seite dran. Damit kann ich tatsächlich die Seiten rausnehmen. Genau, und diese Schiene kann ich hier rausnehmen und dann diese einzelnen Stangen, die sind hier lose gelagert. Die kann ich quasi zum Reinigen rausnehmen. Wenn ich jetzt das Ganze jetzt mal in die Spülmaschine packen will, ist das damit möglich, komplett zerlegt. Und es ist echt mega schwer. Ich stelle mich jetzt nicht an, es ist wirklich schwer. Und ja, das Ganze wird geliefert mit diesen Griffen, wo ich einmal so mit reingreifen kann und dann das Rost anheben kann, sofern man genug Kraft hat. Ja, ein bisschen Werkzeug ist auch dabei. Hier ist einmal ein Rostschaber, finde ich auch praktisch. Also quasi kann ich damit Verschmutzungen abmachen, die jetzt wirklich etwas hartnäckiger auf dem Rost sind. Und hier habe ich einen kleinen Imbus, zwei Schräubchen und damit kann ich das Ganze halt dann lösen und reinigen. Ja, wir packen es mal in den Grill rein.
So, Grill haben wir schon mal leer gemacht. Und es sind jetzt tatsächlich, es passt genau hier unten rein. Damit können wir die Brenner jetzt schön abdecken. So, da haben wir die Brenner schon mal zu. So, da haben wir das Rost drin und auch unser Warmhalterost wird einfach nur hinten reingelegt. Hier liegt es vorne auf, wie das Original auch. Und so habt ihr jetzt euren Grill erstmal wieder richtig schön schick hingekriegt, würde ich sagen. Ja, und was natürlich noch machbar ist, ihr könnt einen Namen euch eingravieren lassen. André, film mal ganz dicht hier dran. Das ist natürlich eine praktische Sache. Dann probieren wir einfach mal ein paar Hähnchenteile reinzuhängen. Bin gespannt. Hier haben wir schon mal ein paar Hähnchenunterkeulen und die werden wir jetzt einfach mal würzen und ölen vorher, damit das, der Rub auch etwas besser hält. Sprich, wir geben ganz normales Öl dran. So, das mache ich schon mal auf. So, ich gebe hier einfach meinen Central Pork ran. Der passt nämlich perfekt zu Geflügel auch, unter anderem. So, eben kurz alles verteilen und das lassen wir dann einziehen, währenddessen der Grill schon mal vorheizt. Ja, der Grill ist vorgeheizt und hier hängen wir jetzt mal einfach unsere Hähnchenteile rein. Hängen also gut drin. So. Ich habe jetzt außen die beiden Brenner angemacht. In der Mitte die drei sind mit relativ niedriger Flamme. Da muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich die gleich noch aus. Ich will ja nicht, dass die von unten jetzt nur schwatt werden. Deswegen gegebenenfalls rein indirekt. Schauen wir mal. Wir sind jetzt auf Kenntemperatur. Irgendwas Mitte, Ende 70 Grad. Und die sehen auch tatsächlich sehr gut aus. Ich hatte irgendwann doch die glorreiche Idee, da eine Fettschale oder eine Schale drunter zu stellen, damit mir das nicht alles versaut. Wir nehmen es mal runter. Ja, und sie sind tatsächlich, ich weiß nicht, hört man es? Knusprig. Das ist schön. Also rundherum schön gebräunt. Klar, am Anfang wird es ein bisschen schneller, aber tatsächlich waren die oben am schnellsten knusprig. Oben sammelt sich ja auch wahrscheinlich die größte Temperatur oder Hitze. Von daher oben auch schneller fertig. Aber sehen gut aus, funktioniert also tadellos. Ja, wie sie schmecken? Oh, schau. Heiß. Mmh, heiß schmecken. Kein Video ohne Essen. Mmh. Mmh. Saftig sind sie auch. Funktioniert also wirklich gut, aber hier geht es ja in erster Linie jetzt um das Material. Von daher, wenn ihr euch den Grill mal pimpen wollt so ein bisschen, wenn euer vielleicht nicht mehr so schön aussieht oder ihr wollt einfach mal was anderes haben, innen drin Grillrost kommen. Ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung unten einfach aufklappen. Da steht dann alles drin. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen freundlichen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao.